Jesus erklärt, wer ihr seid für mich. 31. Mai 2015, Worte von Jesus an Schwester Claire. Ich möchte über Liebe sprechen, die Art, wie ich liebe. Denn keiner versteht, wie ich liebe. Schaut, auf der Erde ist es entweder Eros oder Agape. Eher abgemacht, romantisch oder brüderliche und schwesterliche Liebe. Aber ich hege und pflege euch, wie den feinsten Diamanten in der reinsten Goldfassung. Kürzlich, als du eine schlechte Entscheidung getroffen hast, kam ich zu dir als dein Gatte, um dich zu stärken. Ich erkannte deine Absicht und ehrte das. Vielmehr, als mich auf unnütze Beurteilung zu fokussieren, kam ich an deine Seite, um dich hochzuheben und dir Hoffnung und auch Verständnis für dich selbst zu geben. Es ist ein Ding, wenn eine Person eine sündhafte Gewohnheit entwickelt und etwas ganz anderes, wenn sie eine Gewohnheit in Heiligkeit aufbaut, aber nicht immer vom Höhepunkt der Selbstkontrolle, Weisheit und Reife aus handelt. Ich ahne, wohin du gehst, und genau wie ein Mann die Türe für eine Frau öffnet und sie sogar auffängt, wenn sie ausrutscht, so bin ich da an deiner Seite, freundlich, besorgt, um dein Wohlergehen in völliger Klarheit darüber, in welche Richtung du dich kämpfst und all die Hindernisse vorausahnend, denen du gegenüberstehst. Ich wische die Tränen der Frustration von deinen Wangen, wenn du das Ziel unterschreitest. Ich sitze neben dir und berate dich, wenn du in Verlegenheit bist und nicht weißt, wie weiterzufahren. Ich höre deinen Gedanken, Emotionen und Sehnsüchten den ganzen Tag hindurch liebevoll zu, unermüdlich, es alles hereinnehmend, um deinen Kurs zu den Zielen aufzuzeichnen, die ich in dein Herz gesetzt habe. Ich verpasse keine Gelegenheit, ein Teil deines Lebens zu sein, meine Liebe. Dein Leben ist auch mein Leben. Wir sind wirklich eins und mein ganzes Wesen setzt sich in Bewegung, dir zu assistieren, damit du an unserem Ziel ankommst. Ich setze die edlen Gedanken in dein Herz, sogar das goldene Cello, das du gesehen hast. Ah, ich hatte das angefertigt für dich lange, bevor dein Herz in jene Richtung pochte. Dann setzte ich jenen Wunsch in dich, weil ich wusste, dass dies das Muster deiner DNA ist und die Erfüllung, die ich für dich von Anfang an geplant hatte, wenn dies auch schwierig zu verstehen ist für dein menschliches Hirn. Wir hatten unsere eigenen Abmachungen, als ich dich geboren habe. Wir hatten unsere Träume, unsere eigenen Pläne und Ergebnisse, die nur ich zur Perfektion bringen konnte. Oh ja, der Mensch zeichnet seinen Kurs auf, aber in Wirklichkeit ist er nur ein blinder Mensch, der sich vorwärts tastet, unterstützt von den Taten meines Geistes. Beides, offene und verschlossene Türen, sind vor ihn gesetzt. Auch die verschlossenen Türen sind wichtig für die Entwicklung all seiner Träume. Oh Claire, wenn die Menschen nur lernen würden, mir zu vertrauen und die seltsamen Dinge tun, um die ich sie bitte. Oh, wenn sie nur würden, ihre Frustration, ihre Leere, ihre Verlorenheit, während sie sich vorwärts tasten, blind entlang des Weges. So oft ist es ein Ergebnis ihres Stolzes, weil sie ablehnen, das loszulassen, was sie kennen, um den blinden Pfad zu umarmen, auf welchen ich sie setzen möchte, mit nur einem kleinen Hund, der sie führt. Hier spricht er sinnbildlich über Demut, Unterwerfung und Gehorsam. Ich habe festgestellt, dass er nicht meine erworbenen Fähigkeiten im Leben nutzt, sondern viel mehr Freude hat,
mich Hals über Kopf ins kalte Wasser zu werfen, damit er allein seinen Willen in meinem Leben ausführen kann. Aber so viele kennen schon die Antworten und können die Weisheit nicht annehmen, die ich ihnen sende. Je intelligenter die Seele, umso größer ist ihr Risiko, dass sie in ihrem wahren Lebenszweck scheitert. Ihr Intellekt basiert auf menschlichen Wegen, selbst die Höhen der Philosophie und die Gedanken werden zu einem fatalen Hindernis auf der Straße, welche ich sie rufe, um darauf zu reisen. Ihr Sinn für Kontrolle in ihrem Leben ist bloß eine Illusion. Sie kommen an ihrem Ziel an und finden nichts, was sie dachten, würde ihre inneren Tiefen befriedigen. Dann sind sie allen Trostes beraubt und fühlen sich belohnt mit einer schrecklichen Leere. Doch dies ist bloß die Frucht ihrer eigenen Gedanken. Wie selten findet man einen Mann oder eine Frau, die willig ist, für sich selbst völlig zu sterben und nur mich zu umarmen. Dies ist, warum ich jene, die das tun, so unheimlich wertschätze. Sie sind mein Trost in einer kalten und gefühllosen Welt, wo der Glanz von Erfolg sie blind anführt und das eigentliche Leben aus ihnen heraussaugt. Also versteht dies, all meine Liebsten, meine Bräute, ich schätze, pflege und trage euch liebevoll an euer Ziel. Ihr seid euch selbst entgegengetreten und habt euch dagegen entschieden, eurer eigenen Weisheit zu folgen. Und so bin ich frei, eure Leinwand mit meinen einzigartigsten Farben und Formen anzumalen, bis ihr im Zustand der Erfüllung von allem angekommen seid, von allem, was ich träumte, als ich euch erschaffen habe. Nun seht ihr, wie kann ich denn hart sein mit euch? Ihr seid wie kleine Knirpse, die ihrem Daddy folgen, glücklich, freudig in seiner Gegenwart, nichts mehr wollend, als bei ihm zu sein und ihm Freude zu bereiten. Wie ich juble und über euch singe, und ihr seid wirklich mein Augapfel und das Funkeln eines einzigartigen Edelsteins, der zur Perfektion geschliffen wird. Ich wache über euch mit immenser Besorgtheit, denn mein eigentliches Leben ist in euch investiert. Oh, wie erfreut bin ich mit einer Seele, die entdeckt hat, wer sie wirklich ist und sich selbst völlig in die Arme ihres liebenden Vaters übergibt. Ich segne euch jetzt alle, meine so geschätzten Bräute. Ihr habt euch selbst meinen Wünschen übergeben und ihr habt die Lorbeeren der Welt verachtet. Oh, wie ich euch schätze! Da ist nur noch ein Ding übrig für euch und so gebe ich es euch. Ich segne euch mit der Kapazität, meine Liebe, meine Gedanken und meine Vision zu empfangen, von dem, wer ihr wirklich seid für mich. Hegt es in eurem Herzen und lasst es niemals wieder von euch genommen werden. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.